Ich begrüße euch zurück zu Alpha Zophim Monolog. Wir sind hier vor der Arena in Zeneroville und haben letzten Part erstmal Kyogre gefangen mit einem Meisterball, einfach weil ich keine Lust hatte, es großartig zu fangen und Pokémon dabei zu verlieren, weil das Ding ziemlich stark ist in seiner Protoform. Ja, ziemlich stark. Aber wie gesagt, heute gehen wir in die Arena und bevor wir natürlich in die Arena eingehen, gehen wir noch kurz über das Team. Ich war ein bisschen... Nein, ich habe nicht so viel gemacht, aber ich war ein bisschen in der Welt umhergeflogen und habe ein paar Pelippern auf die Fresse gegeben. Die sind nervigen Dinger, die einfach über den Boden fliegen, in der Luft mit der Ehrenflöte, einfach so, bopp, Voltwechsel tot. Das war nur eins, aber es hat ziemlich gute Erfahrungspunkte gegeben. Für Luna, unser Landturn, Level 35 mit Torta, Surfer, Voltwechsel und Ampelleuchte. Finde ich ganz nett, kann man nicht beklagen. Dann haben wir noch Karate Nutella, unser Azumarill, was uns irgendwie mal ziemlich wehgetan hat, aber okay. Mit Durchbruch, Stärke, Nassschweif und Knuddler. Standardmäßig, bis auf Stärke und Durchbruch. Die beiden kann man eigentlich noch ersetzen, aber ich glaube, dieses Mal wird das nicht so viel werden. Also, Karate Nutella wird nicht allzu viel mehr erleben dürfen in diesem Let's Play. Ja. Houdini immer noch Level 27 und immer noch unser Taucher-Pokémon. Eigentlich könnte ich dich rausschmeißen, aber ich will dich nicht rausschmeißen, weil du kommst so oder so wieder zurück. Weil irgendwas mit unseren Pokémon passiert. Weil du, Houdini, lässt sie irgendwie alle verschwinden. Bobby, unser Sumpex, wo ich noch die Attacken einmal kurz durchdrehen wollte, genau. Unser Starter Sumpex mit Durchbruch statt Zertrümmerer. Steinhagel, Surfer und Erdbeben. Also ein bisschen mixed gespielt mit Surfer. Aber noch keine Kaskade haben. Oder haben wir Kaskade schon? Ich glaube noch nicht. Oder? Ich meine noch nicht, aber wenn, dann würde ich es eventuell sogar drauf machen wollen. Nee. Wir haben ein positives Spezialangriffswesen, da passt das schon. Ja, unser Mega-Sumpex. Und natürlich unser neuester Neuzugang. Einfach mal komplette Feld überdeckt da unten. Mit Body Slam, Wasserring, Eisstrahl und Ursprungswoge. Kyogre bekommt keinen Spitznamen. Das ist Kyogre. Kyogre ist einzigartig und ist einfach... Es ist einfach da. Außerdem bekommst du keinen Spitznamen, weil es kein Pokémon ist, die ich verwenden würde. Irgendwo außerhalb von einem Durchlaufen in einem Let's Play. Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil Legendäre nutzt man einfach nicht, weil das ziemlich arschig ist. Hust, hust, hust. Hust, aktuelles Meta-Hust, überall Debitieros, Voltulos, bäh, pfui. Aber genug davon. Heute natürlich sind wir hier, um in der Arena ein bisschen Stimmung zu machen. Und ja, die Arena von Cineroville ist ein bisschen eigen, ne? Mit ihren ganzen Eisplattformen. Hat sich eigentlich nicht so viel verändert, aber immer so. Man kann wenigstens von Anfang an runterlaufen und die Leute umhauen. Was auch eine gute Sache ist. Und... mal warum nicht machen. Oh, ein Kapalochis. Ich bin mal auf die Level gespannt, weil das letzte Mal in der Arena von Moosbach City hatten die so heftige Level. Oh, die haben gleich ein Level hier. Nicht mal, die haben ein bisschen weniger Level. Die hat nämlich bei einem Pokémon in der... Wer heißt denn noch gleich? In Moosbach City hatten sie Level 43, hier haben sie 42. Angenehmer. Aua, Megasauger tut weh. Megasauger tut weh. Bekommt die Ampelleuchte ab und dann müssen wir hier raus, weil das Ding ist irgendwie schnell. Keine Verwirrung, nicht gut. Jetzt würde ich echt gerne mein Ding jetzt wieder haben. Mein tolles, kleines Maskeregen. Lindsay, warum hast du uns verlassen? Kapalorus ist einer dieser Pokémon. Die kann ich mit meinem Team nicht anfassen. Sonst sterbe ich. Und Kapalorus würde von Lindsay einfach so eine Stelle links, eine Stelle rechts bekommen. Mit Pflanze und mit Flugattacken. Pflanze mit Käfer und Flugattacken. Und hallo, Proto-Kyogre, komm aufs Feld. Und dann darfst du erstmal ein Bodyslam raushauen, wenn du es überlebst. Du sollst überleben, Megasauger, ne? Urmeer. Regentanz. Ja, super.
glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Skapaloris ist im Wasser ziemlich fies. Weil das Ding hat entweder Regengenuss, womit es KP halt, was es nicht hat, oder Wassertempo, womit es einfach doppelt so schnell wird. Es hat Wassertempo, zu 100%. Aber Kyogre tankt das locker weg. Aber Kyogre ist auch ziemlich powerful und so. Aber auch gesehen gehabt, dass Kyogre Erdbeben lernen kann, finde ich ziemlich lustig. Im Angesicht davon, dass das Ding gegen einen riesigen Moloch von Feuer und Boden kämpfen muss, immer in Form von Groudon, und dann kann es selber Erdbeben. Ist vielleicht sogar die einzige Möglichkeit, mit der ein Proto-Kyogre ein Proto-Groudon besiegen kann, ne? Weil so ein Proto-Groudon mit seiner Endzeit ist schon ziemlich gemein. Muss man schon mal sagen. Und wegen, hey, keine Wasserattacken kommen durch, aber ich bin vielfach schwach gegen Wasser. Das ist arschig. So. Wo haben wir denn? Machen wir unsere Hypertränke. Bonk. Ich hoffe, wir haben nicht so viele Kapaloris, weil Kapaloris habe ich keine Lust drauf, wirklich. So, nächste Trainerin. Ja. Diese Arena. Die Arena von Vasili. Ah, da hat ja die Tage so einen schönen Sneak Peek hochgeladen für die Folge. Für die vorherige Folge. Wo wir Vasili getroffen haben. Fand ich schon lustig. Ich meine, was will man gegen. Ach. Nee, ich kann jetzt nicht fortführen, den Satz, wie ich ihn geplant hatte. Aber. Ihr versteht. So, Karate Nutella, du darfst auch mal wieder ran. Halleluja. Und du darfst mal Knuddler einsetzen, um das Enteron zu besiegen. Oh nein, ein Zen-Kopfstoß. Was soll ich nur tun? Ich meine, das ist doch kein Step. Warum ist Enteron kein Psychotyp? Vylord. Hallo, Vylord. Ich weiß, dass du gemein sein kannst mit deinem Frontränen-Gezeugs. Aber genauso gut. Und groß bist du. Und gibst eine Saumenge an Erfahrungspunkten. Das mag ich so an dir. Du bist einfach ein guter Lieferant an Erfahrungspunkten. Mit wem wechseln wir denn aus? Ich glaube mal nicht, dass Karatunteller jetzt an der Stelle umhauen kann. Ja, von Tränen. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Ganz, ganz nett. Und jetzt kommt ein Knuddler. Bye, 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 Leute. Hasta la vista. Baby. Ach ja. Level 41. Und noch 69 KP. Was war das? Du wurdest zu Tode geherzigst. Geherzigt. So, Du bekommst auch mal einfach einen kleinen Trank hinterher geworfen. Ich muss ja sagen, die Arena ist zwar ziemlich schön designt und so. Ziemlich simpel designt auch. Aber mir gefällt das hier. Jetzt liegt es nicht unbedingt daran, dass hier überall Wasser ist oder so. Oder ist das der untere Teil ein bisschen aufgebaut wie so ein kleiner Berghang. Sagnabis. Lagarabis. Finde ich nett. Aber mir gefällt sie einfach irgendwie. Ich weiß nicht warum. Zaganabis und Alabis, so zwei Pokémon der dritten Generation, die man echt blöde entwickeln muss. Und die dann doch hinterher gar nicht verwendet werden im Competitive. Ich weiß nicht warum, aber ich find's irgendwie traurig. Ich meine, vor allem da das viel Psychokinese lernen kann. Das finde ich echt ein bisschen bitter.
Dabei haben die doch so ein cooles Design. Könnte man rein theoretisch. Ladungsstoß. Ja, super. Immer gerne statt Torte. Halleluja. Meine Gebete wurden erhört. Und ich habe natürlich auch nachgeschaut, wann es endlich was lernt in Richtung Elektroattacke, wo man nicht auswechseln muss. Automatisch. Und ja, wir haben das Level erreicht. Und hurra, wir haben Ladungsstoß. Hihi. Jetzt müssen wir nur darauf hoffen, dass jetzt kein ätzendes Schmerz bekommt oder ein Welser. Weil gerade die beiden sind ja so ziemlich gegen diesen scheiß Immun. Alabis. Und wenn wir schon mal Saganabis hatten, dann haben wir jetzt Alabis und Alabis ist weiblich. Okay. Können wir machen. Ladungsstoß. So, der Ladungsstoß, ganz gute Stärke, hat auch die Chance zum Paralysieren. Was mir ziemlich gut gefällt. Ziemlich hohe Chance sogar zu paralysieren, was man nicht abstreiten darf, weil das ist ziemlich gemein, wenn man zum Doppelkampf spielt und neben sich so ein Boden-Pokémon hat, was nicht getroffen wird und der Gegner einfach zwei Pokémon hat, die einfach beide paralysiert werden. Das ist schon fies. Das ist echt schon fies, aber ja, was will man machen, ne? So, bekommen wir nicht vielleicht einen Doppelkampf hin, das wäre lustig. Komm schon, Mädels. Dreht euch beide in die eine Richtung, bitte. Ach, geht gar nicht. Okay. Nehmen wir erstmal die Kleine hier. Hallo. Die Eleganz, mit der Vasili kämpft. Das war es, was mich jetzt so. Das, was mich jetzt so. Bach, verfluchter Mist, kämpfen wir einfach. Natascha. Ihr Berlu. Berlu. Berlu ist eigentlich auch interessant. Entwickelt sich ja zu Alabis oder Saganabis. Aber selbst könnte man auch schon meinen, dass es ein Pokémon sei ohne Entwicklungsstufe. Also einfach eine fette Muschel ist. Ich weiß gar nicht, was hat das für eine Verteidigung eigentlich? Das würde mich mal sehr, sehr interessieren, Mr. Bond. Weil vielleicht kann man das sogar spielen mit Evolit. Jetzt nicht darauf getrimmt, dass ich jetzt unbedingt ein Perdu spielen möchte, weil Perdu ist nicht unbedingt mein Pokémon. Aber es wäre schon interessant. Interessant zu wissen. So, Perdu. Pokewiki, was hast du für eine Verteidigung? Sag mal an. Weil Muscheln haben ja generell im Pokémon eine echt krasse Verteidigung. Und das darf man echt nicht unterschätzen. Geiles Level-Up-Moveset. Oh Mann. Was ist denn nicht dein Ernst? Level 1, Aquaknarre. Level 1, Schnapper. Level 1, Whirlpool. Level 1, Eisenabwehr. Level 50, Hausbruch. Voll gut. Oh mein Gott, so ein Alabis oder Saganabis mit Hausbruch. Nope. Das kann echt übel werden. Das kann echt übel werden. Naja. Kommen wir mal die Werte an. Einfach mal runterscrollen. Was hat das dann für Werte? Oder was kann das überhaupt lernen? Ach du Scheiße, kann ja gar nichts lernen. Also wirklich fast gar nichts. Oh, ein Starmie. Oh, ein Starmie. Bitte hab irgendwie Donnerblitz drauf. Das würde mich so gerade freuen. Und ich wechsle direkt mal aus. Konfusstrahl natürlich. Was will man auch erwarten? Ich dachte, Perlu könnte Genesung. Rechnen wir einfach mal aus mit Landtouren. Ach du Kacke, das Ding hat ja gar keine Verteidigung. Das finde ich ein bisschen dämlich. Der höchste Wert ist der Verteidigungswert mit 85. KP 35, INI 32. Okay. Da hat wohl wer einen Designfehler gemacht. Einen ziemlich großen Designfehler, weil das kann doch nicht sein. So. Du Starmie. Knuddel, knuddel, knuddel. Wir knuddeln dich zur Tode. Lächeln wir auf die obere Ebene und dann
Kämpfen wir auch nochmal gegen zwei Leute. Aber ich würde sagen, erstmal gehen wir heilen. Hey, du hast überlebt. Du bist doch so ein Scheißvieh. Wieso kannst du das überleben? Und wieso kannst du dich heilen damit? Nee. Finde ich ganz cool eigentlich, dass Stami Genesung hat. Oder Stern, du. Und dass sie auch ein Psycho-Pokémon sind und so, aber... Ja, es kann nerven. Ziemlich hart nerven. Und wieso tust du mir das an? Okay. Okay. Turbodreher. Das ist ein supportendes Stami mit Turbodreher und Genesung. Lass mich raten, du hast auch noch Toxin. Neben deinem Kung-Fu-Strahl. Aber das ist echt ein Drecksvieh. Wobei, Siedewasser wird man wahrscheinlich eher spielen als Toxin darauf. Verbrennchance und so. Sternschauer. Okay, ich habe nichts gesagt. Sternschauer. Quasi. Eigentlich mal gewesen, die Signaturattacke von Stami und Sternlu, aber... Nee. Gleichzeitig auch eine TM, die so ziemlich viele Leute lernen konnten, ne? War ja auch lustig in der ersten Generation. Zumindest habe ich so in Erinnerung. Hey, da kommt ein Sternschauer von einem Pokémon, was du dem beigebracht hast und so, ne? Also ein Pokémon, was Sternschauer gelernt hat. Dank dir. Und was macht das einfach? Es trifft Gegner, egal wo sie sind. Unter der Erde? Getroffen. In der Luft? Getroffen. Damit habe ich immer angenommen, dass Sternschauer, wenn man es einsetzt, auch Gegner trifft, die in der Luft sind. Ich meine, das würde sogar Sinn ergeben. Ich meine, in der Luft, Sterne, hallo? Sternschauer, bumm, tot. Und da war auch, ich glaube, da war ein Carpador mit einem etwas selteneren Attacken-Moveset oder höherem Level. Mist. So ein Nerv. So. Diese ganzen Carpadors, wieso könnte hier kein Gyarados sein? Ich will doch nur ein Gyarados. Und ich mag die Musik in Cineroville. Sie ist so beruhigend. Vor der Aufnahme hatte ich eine kleine Konversation mit einem berühmten Professor N. Darüber, was Meta und so ein Kram. Und... Ja, ich stand hier so gute 40 Minuten rum. Und ich hab das Rätsel verschissen, oder? Ja, ich hab das Rätsel verschissen. Doof. Geh mal runter. Und... Ja, ich stand ganz in der Stadt herum und denk mir so... Chillig. Nicht so nervig wie die andere... Der restliche Soundtrack für der Höhenregion und so. So, wie mache ich das denn? Immer hier so rum. Das passt doch. Super. Oh, das nächste Rätsel. Ist ein einfaches. Es ist wirklich einfach. Man kann nicht in die Mitte reingehen. Haha. Man kann zwar auch versuchen, ohne irgendwie an den Rand zu kommen, aber nein, warum sollte man das tun wollen? Wenn man die Möglichkeit hat, in die Mitte zu gehen, nutzt es einfach. Nutzt einfach die Mitte aus und... Ach Gott, ich hasse dieses Rätsel hier. Das letzte Rätsel ist blöd. Das ist einfach nur nervig, aber was soll man dagegen tun? Genau, man läuft erstmal komplett rum und haut erstmal alles hier kaputt. Oh. Moment. Jetzt muss ich ein bisschen... Mädel? Dankeschön. Gut, dass du dich bewegst. Sonst hätte ich ein großes Problem gehabt. Adelheid. Netter Name.
Libiskus, auch so einer dieser Pokémon, wo man denkt, ah, das Ding muss ich doch eigentlich entwickeln. Tut es aber nicht. Bis dann der 5. Generation Namoliga ins Spiel gekommen ist. Oh, es hat einen HP, ich weiß ja nicht. Und mir gedacht hat, das Ding sieht aus wie Libiskus, muss eine Weiterentwicklung sein. Nö. Nö. Einfach nein. Einfach nein. Tschüss, Libiskus, hat sie umgebracht. Harakiri for life. Harakiri for life. Seemon. Seemon. Seemon, Seemon, Seemon. Oh, du Drecksvieh. Du machst jetzt aber kein Sweep gegen mich hier mit deinem komischen Superschütze. Oh, das ist ein One-Hit. Cool. Superschütze, Energiefokus, alles wegkritten. Scheißzeug, ey. Dafür ist ja Seemon und oder Zetra King bekannt. Wobei ich eher der Freund von Seemon bin. Der Drachentyp nervt mich ein bisschen auf Zetra King. Muss ich ehrlich sagen. Außerdem finde ich das Design ein bisschen weniger schön. So. Kaputt, 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 kaputt. Erstmal alles kaputt machen und dann diese Trainerin anquatschen. Hier. Ja. Die Musik. Diese Musik von diesen Trainern. Von Evelyn. Ich glaube, da hatte jemand ein bisschen zu viele Two and a Half Men geschaut. Ist doch ein wenig. Das ist ein Azumarill. Ist doch ein wenig, ja. Azumarill, lass mich in Ruhe, sei paralysiert bitte oder so. Beere. Dein Ernst? Eine Siedelbeere, okay. Dein Ernst? Okay. Ich wollte gerade sagen, das Ding haut mich jetzt noch nicht mit einem Kraftkoloss kaputt oder was. Oh, lieber Macaroni. Tschüss, Azumarill. Ist auch teilweise irgendwie traurig zu sehen, dass so viele Pokémon der zweiten Generation, die aus der Johto-Region gekommen sind, einfach in der Höhenregion häufiger zu sehen sind. Ich verstehe auch nicht, warum. Könnte daran liegen, dass es so ziemlich viele Wasser-Pokémon waren. Merrill, Azumarill, Azurill. Okay, Azurill ist dann Pokémon der dritten Generation. Da haben sie keinen guten Dienst mitgemacht. Mit der Baby-Evolution davon. Was gibt's denn noch? Croissant. Mantax? Ne, Mantax hat man hier nicht gesehen. Finde ich irgendwie auch merkwürdig. Könnte man ja vermuten, dass es hier Mantax gibt. Kyogre und so sind ja irgendwie verwandt. Und wer was anderes behauptet, dass die beiden nicht verwandt sind, Kyogre und Dingens, Mantax. Ganz ehrlich, schaut euch die Designs an. Das sind zwei riesige Mantarochen. Beziehungsweise eines ist ein Mantarochen, der andere ist irgendwie so ein Hybrid. Aber nun gut, wir sind hier bei. Oh Gott, nein, nicht Vasili. Bei Vasili. Und ich würde sagen, wir sind gut vorbereitet. Luna hat einen guten Haufen an Erfahrungspunkten gesammelt. Die anderen brauchen ja so gut wie nichts hier. Und ja. Luna, unser Tuna, unser Landtuner, wird wahrscheinlich bis auf ein Pokémon ziemlich alles wegrocken können hier. Bei Vasili und. Ja, ich bereite mich nur kurz auf den Kampf vor, ein bisschen mental. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Ich habe keinen Bock, den zu sprechen. Oh Mann, ich bin so ein See und so mit seinem Überblick. Erlaube mir, dass ich mich dir erneut vorstelle. Ich heiße Vasili, ich bin der Arenaleiter von Cineroville. Oh. Irgendwas an deiner Ausstrahlung ist anders als zuvor.
Aber ich kann nicht erklären, was. Oh. Ist ja auch schon ein paar Tage her, seitdem ich jetzt mal aufgenommen habe. Deswegen weiß ich ganzen. So die. Die ganz genaue Richtung nicht, wie ich ihn gesprochen habe. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich frage mich, was sich in der Urzeithöhle ereignet hat und welche Rolle dabei gespielt hast. Vielleicht wird mir unser bevorstehender Kampf etwas mehr Aufschluss darüber geben. Also dann, zeig mir, wozu du und dein Team fähig seid. Im Gegenzug wirst du Augenzeuge der einmaligen Wasserillusion von mir. Oh, der Booty Shot. Und meine Pokémon. Nein. 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 Nein, 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 nein. Nein. Geh weg. Ich mach du Juan sowieso lieber. Also geh weg. Mit deinen 5 Pokémon. Oh, du Scheiße, der 44. Naja, es ist ein Libiskus. Bitterkuss. Schlau. Klein Vassili ist schlau. Aber hat kein Glück. Oh, wow. Welches Level das Libissus vorher gab? 42. Warum das fast One-Hit kaputt? Übel. Hypertrank. Ich hätte noch einen Ladeschuss machen können. Dann hätte ich noch einen anderen Hypertrank eventuell rauslocken können. Nee. Naja, kriegen wir wenigstens einen freien Switch in. Auf. Auf wen wechseln wir denn? Auf Karate und Nutella, weil ich möchte jetzt ungern Kyogre einwechseln. Einfach weil er mit seinem ganzen Wasser-Pokémon natürlich auch ein bisschen profitiert davon. Durchbruch. Liebeskuss. Das Ding ist ein bisschen schnell und es hat eine Fee-Attacke sogar drauf. Sei geteilt. Level 42. Aha, 42. Sinn des Lebens. Huhu. Risikoterra. Nein. Nein, 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 nein. Risikotackle spielt man nicht. Welser. Na toll. Welser. Welser, Welser, Welser. Warum wechselst du jetzt auf Welser? Warum? Ich wechsle nicht aus. Der einzige Grund, warum du jetzt auf Welser wechseln würdest, wäre, du hast eine Attacke, die sehr effektiv ist auf Karate und Teller, aber es gibt bis auf Elektro und Pflanze und Gift keine sehr effektiven Attacken da drauf. Ich bin gespannt, was das Ding macht. Erdbeben. War klar. Das sollte man wegstecken können, ne? Ja, aber locker. Komm, und ich hau das Welser weg. Wobei, es könnte sogar noch überleben. Ach, nö. Komm schon, Karate Nutella. Wozu habe ich dich trainiert? Aua, das tut weh. Wozu habe ich dich trainiert, wenn du eh daneben haust? Oder daneben kuschelst? Kann man sich eigentlich so vorstellen, dass Knuddler so eine Attacke ist? Man knuddelt den Gegner die Wirbelsäule kaputt. Oder man kriegt einfach den Nick. Also stelle ich mir den momentan mal vor. Weil man hatte die Attacke noch nie wirklich gesehen. Vor allem, da ist alles hinter so einer Rauchwolke versteckt. Und da könnte alles passieren. Das könnte alles passieren. Seong. 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 Ich habe einfach zu gute Laune gerade. So. Seong. Erinnert mich ein bisschen an unser Seong, aber ich weiß ja auch, was sie lernen können. Das heißt, keine große Gefahr für uns. Body Slam. Bis auf Body Slam. Aber wir können nicht paralysiert werden, also schon mal ein Vorteil. Weil Elektro hat ja diesen schönen, wirklich schönen Effekt bekommen. In der 6. Generation. 6. oder 5. Generation? Ich glaube, war schon 5. Generation. Die können nicht paralysiert werden. Hm.
39 für Luna, aber Luna ist sowieso sau stark. Golking, oh, Houdini. Das hättest du auch mal werden sollen. Oder Goldie, das hättest du mal werden sollen. Oh oh, Golking kann echt böse werden für uns. Wisst ihr was? Ich denke mal, wir sind schneller. Ich hoffe, wir sind schneller, weil das Ding ist ein großer Goldfisch und wir machen Voltwechsel. Regentanz. Oh, du kleines Dreckschen. Wir machen also einen Voltwechsel, hauen da ab aus dem Kampf. Weil ich habe die Befürchtung, dass Golking Ballbohrer kann. Deswegen ich jetzt nicht unbedingt drin bleiben möchte. Und dann wechsle ich direkt auf Bobby, weil Bobby ist einfach Bobby. Außerdem regnet es gerade und was ist seine besondere Fähigkeit im Regen? Na, was ist die besondere Fähigkeit im Regen als Mega? Wassertempo. Es ist so traurig, dass das Ding als Mega-Pokémon Wassertempo hat. Weil das absolut gar keinen Sinn ergibt. Ich meine, das Ding ist ein Kraftkoloss-Monster. Oh, das Ding ist trotzdem schneller. Kaskade. Ganz sexy, warum machst du Kaskade auf mich? Stirb. Ich meine mal ehrlich, das Ding. Schau das mal vorher an. Vorher so total dünn und so, total glibberig und so. Und nachher einfach so fette Muskeln. Das Ding hat Kraftkoloss. Das muss Kraftkoloss haben als Fähigkeit. Jeder, der was anderes sagt, lügt. Wie gedruckt. Milotic. Ja, oh Gott. Will ich das Ding überhaupt angreifen? Mit Ladungsstoß auf die Chancen, dass ich jetzt paralysiere und es einen Bonus bekommt auf Verteidigung? Hat wahrscheinlich eh nicht die Fähigkeit. Au. Aua, das hat weh. Hör auf. Milotic Hydropumpe im Regen. No go. Nein, das geht nicht. Das macht man nicht. Das tut weh. Nee, das Vassili. Ja, das tut weh. Verstehst du? Das macht man nicht. Vor allem nicht auf dem Landturm. Und ich wünsche Landturm hätte und natürlich die andere Fähigkeit noch. Landturm. Weil ich meine, okay, Voltabsorber aber schön gut und so, aber... Oh, hat Absorber ist eine versteckte Fähigkeit? Okay, ich schau mal kurz. Ah, okay, wir haben es noch besser erwischt, als es hätte sein können. Die andere Attacke, die andere Fähigkeit von Landtouren ist Erleuchtung. Und Erleuchtung hat nur einen Effekt. Mehr Pokémon-Begegnungen. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, wilden Pokémon zu begegnen. Klingt merkwürdig, ist auch so. Aber im Kampf hat Erleuchtung gar keinen Effekt. Warum würde man das so spielen wollen? Ich habe keinen Schimmer. Das gibt's doch gar nicht, ey. Und ihr wisst ja, also die Leute, die das, die ganzen Videos schauen, wo ich gegen andere Leute kämpfe, im Wi-Fi-Battle-Style oder Liga-Style, schaut mal, wie viele Attacken ich einsetze, die eine Chance haben auf irgendeinen Effekt, Brand, Gift, Paralyse oder Freeze, wobei ich Freeze jetzt nicht reinzähle, weil Freeze bekomme ich irgendwie häufiger als alles andere. Schaut euch mal an, wie oft ich diese Attacken einsetze und wie selten, wie abgeschissen selten ich diesen blöden Effekt drauf bekomme. Dankeschön. Dankeschön, dass du endlich paralysiert bist. Hey. Ich meine, meine Quote liegt höchstwahrscheinlich bei solchen Attacken unter dem eigentlichen Attackendurchschnitt. Und das heißt schon einiges. Schauen wir kurz. Ladungsstoß. Ja, Ladungsstoß. Ladungsstoß hat eine Chance von
30% alle getroffenen Pokémon zu paralysieren. Wie oft habe ich es einsetzen müssen, um das Ding zu paralysieren? Zu häufig. Und das ist einfach nur beeindruckend. Ich find's lustig. Du hast mir auf eine eindrucksvolle Weise vor Augen geführt, was für ein hervorragender Pokémon-Trainer du bist. Ich bin froh, dass ich die Bekanntschaft von dir und deinem Team machen durfte. Du bist eine würdige Trägerin des Schauerordens. Hier bitte, nimm ihn an dich. Mit dem Schauerorden gehorchen dir alle Pokémon. Wenn ich dich sehe, läuft mir ein... Verdammt, nochmal. Wenn ich dich sehe, Vasili, dann läuft mir ein Schauer über den Rücken. Jedes Mal. Nicht, weil ich Angst vor dir habe. Nein. Einfach nur so. Ach, und nimm auch dieses Andenken an unseren Kampf. Hier, bitte sehr, ein Foto. Kaskade. Yay, Kaskade. Wuhu. Bei der VM-Attacke Kaskade donnert der Anwender mit einer Wucht des Was... Was? Mit der Wucht eines Wasserfalls in seinen Gegner. Sie ist also sehr mächtig, aber auch elegant. Ich sehe nicht, wo sie elegant sein soll. Denn manchmal lässt sie das Ziel dazu noch zurückschrecken. Nun, da der Schauerorden verliehen wurde, kannst du mit Kaskade auch außerdem auch tosende Wasserfälle erklimmen. Und jetzt gabelt sich vor dir der Weg. Du selbst musst entscheiden, welche Richtung du einschlägst. Du könntest zum Beispiel dein Glück in der Pokémon-Liga versuchen. Wenn du alle Orden der Höhenregion gesammelt hast, wird dich dein Weg früher oder später dorthin führen. Wenn dies dein Wunsch ist, nimm Kurs auf die Insel Prachtpolis. Prachtpolis. Am östlichen Rand der Höhenregion. Oder aber du versuchst mit so vielen Pokémon wie möglich zu begegnen, um dein Pokédex zu vervollständigen. Gerüchten zufolge hat Professor Birk aus Wurzelheim ein Update für den Pokédex vorbereitet. Wenn du ihm einen Besuch aufstattest, gewinnt deine Suche nach neuen Pokémon sicher eine neue Dimension. Egal welchen Weg du auch einschlägst, ich hoffe von ganzem Herzen, dass er dich in eine strahlende Zukunft führen wird. Amen, Bruder, Amen. Aber nein, danke, ich verschwinde hier aus dieser Arena. Der Part ist eh schon viel zu lang. Viel zu lang. Und ja, wir sind hier soweit durch mit Cineroville. Es gibt auch noch einige Sachen zu tun, bevor wir nach Prachtpolis gehen wollen. Und zwar im nächsten Part werden wir noch ein bisschen rumchillen. Ein bisschen mal über die Routen surfen. Auf der Suche nach neuen Wasser-Pokémon. Für unser Team, denn wir haben ja noch ein paar Plätze zu vergeben. Bis zur großen Veranstaltung. Auf dem, ich würde gerade sagen Indico-Plateau, aber in Prachtpolis City. Und damit würde ich sagen, beende ich den Part an dieser Stelle. Es würde mich super duper freuen, wenn ihr den Kanal unterstützen würdet, indem ihr diesen Part einen Daumen nach oben geben würdet. Ihr könnt da natürlich auch kommentieren, eure Meinung da lassen zu zum Beispiel Zaganabis und Alabis und auch Perdu, warum dieses Ding komisch niedrige Werte hat. Und ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder einschalten würdet, oder im übernächsten, je nachdem, wann wir nach Prachtpolis gehen. Und ja. Wie immer an dieser Stelle, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao. Und von mir auch. Ciao.